Kollege, dürfte dich nicht wundern, die Frage bis jetzt eine Zeit bei Borussia Dortmund. Immer als Backup für alle möglichen Positionen und gegen Madrid geht dann mit über 30 der Stern auf. Wie fühlt man sich nach so einem Spiel? Ja, nicht so schlecht. Das habe ich sicherlich auch gebraucht, das Spiel. Also ich hatte wirklich nur eine Handvoll Einsätze dieses Jahr, die eigentlich alle durchweg auch in Ordnung waren, aber so ein Spiel hat natürlich nochmal eine andere Präsenz und eine andere Strahlkraft. Deswegen war das nicht nur wichtig für mich, sondern auch fürs Umfeld und für den Trainer, und auch um zu sehen, auf dem Niveau geht es auch. Und ja, bin froh, dass das so ein Startsignal war, und das darf natürlich so weitergehen. Ist das schwierig, wenn so eine lange Zeit man eigentlich immer hinten dran ist und man auch nicht so unbedingt das Signal bekommt, okay, das könnte sich verändern? Klar ist es schwer. Also letztendlich sind wir Fußballer, um am Wochenende auf dem Platz zu stehen und nicht nur unter der Woche das Ganze zu üben, sondern ich hätte natürlich schon gerne früher die Möglichkeit gehabt, das unter Beweis zu stellen, hat aus verschiedenen Gründen erstmal nicht hingehauen, aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich froh, dass es überhaupt umgeschlagen ist und jetzt in der Art und Weise, und das genieße ich jetzt und arbeite weiter daran, dass es so bleibt. Jürgen Klopp hat ja schon gesagt, so noch nie erlebt bei einem, der über 30 ist, nochmal so ein Leistungssprung. Wie erklärst du das selber? Ja, letztendlich ist es einfach nur die Trainingsqualität hier. Also es ist ja nicht normal, dass man ohne Pflichtspieleinsätze auch nochmal einen Sprung machen kann, sondern das ist wirklich dieses tagtägliche Messen auch mit Weltklasse-Spielern, die wir im Kader haben. Selbst da kannst du dich verbessern, wenn du eben dranbleibst und auch weiter dann glaubst, dass die Chance irgendwann kommt, weil wenn monatelang sich relativ wenig bewegt, ist es natürlich schwer, sich immer selber wieder zu motivieren, aber das habe ich irgendwie hingekriegt und letztendlich hat es sich sehr ausgezahlt. Wie geht man damit um, mit diesem Frustpotenzial auch, was da ist? Das ist sicherlich da, ja, aber ich habe in anderen Situationen in meinem Leben schon festgestellt, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin, der dann auch vielleicht ein bisschen länger auf seine Chance warten muss, aber wenn sie da ist, dann musst du sie eben auch nutzen und ergreifen. Du hast gerade gesagt, so ein Spiel wie gegen Madrid, das wäre hilfreich gewesen, weil man da auch nochmal ein höheres Konzentrationslevel hat. Ist das, also was überwiegt da, die Spannung darauf oder die vielleicht auch Angst davor, Fehler zu machen? Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, und bei dem Spiel sowieso. Und wir wussten ja, dass wir im Hinspiel einiges haben liegen lassen und dass wir in dem Spiel, neben die Quoten sicherlich relativ hoch waren auf uns, gar nicht viel falsch machen können, sondern wir haben einfach drauf losgespielt, wollten das Ding natürlich irgendwie biegen, aber daran hat von der ersten Sekunde natürlich noch keiner dran gedacht, sondern wir wollten einfach zeigen, dass wir es besser können als im Hinspiel. Und wie sich das Spiel dann entwickelt hat, das war eine einmalige, sensationelle Geschichte, leider mit keinem Happy End, aber letztendlich war in dem Spiel nicht viel zu verlieren, sondern wir konnten nur gewinnen, und das haben wir alle getan. Die Perspektiven, denn Sebastian Kehl hat sich jetzt noch verletzt, das heißt, die Chancen, dass du eventuell dann auch mal wieder in der Bundesliga im Anfangskader stehst, jetzt in Leverkusen, die sind auch wieder gestiegen. Wie ist so die Kommunikation mit dem Trainer? Hat die sich verändert? Muss er jetzt auch mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf Oliver Kirch, wenn er seine Aufstellung macht? Ja, witzigerweise war das vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Da habe ich nicht von Anfang an gespielt. Das war das zweite Spiel nach Real. Gegen München bin ich auch nicht zum Einsatz gekommen. Und da hat er mir schon gesagt, dass das sicherlich jetzt erstmal wieder komisch ist. Einmal platzt der Knoten, dann erstmal doch wieder erstmal hinten dran. Aber dass das überhaupt keine Tendenz ist, sondern dass dann das Spiel gegen Mainz kommt, in dem ich wieder von Anfang an spielen soll. Und er meinte, so diese Entwicklung von monatelang fast gar nicht spielen und dann schon erklärt bekommen, warum man nicht spielt, ist schon relativ cool. Und hat er ja auch recht. Hat er recht, genau. Jetzt ist natürlich für den Fußballer schon etwas gesetzteres Alter. Es geht ja auch darum, will man nochmal hier einen Vertrag verlängern, will man das nicht? Gibt es ja Gespräche, und wenn ja, ist
so dein eigenes Gefühl auch? Also die Gespräche stehen noch an, aber grundsätzlich, ich muss mal erstmal sagen, ich bin gegen Altersdiskriminierung im Fußball. Das sind wirklich nur Zahlen und da muss man ja auch den Einzelfall betrachten. Und in meinem Fall bin ich körperlich wirklich auf dem Höchststand, möchte ich sogar sagen. Insofern hat diese 31 mal überhaupt keine Bewandtnis. Ich habe irgendwo gehört, dass ich noch 5 Jahre mindestens gute Jahre vor mir habe. Dann wäre das ja auch schon mal geklärt. Aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Also ich möchte noch gerne was im Fußball erreichen, möchte natürlich auch mehr spielen als zuletzt. Ich weiß aber auch, dass hier fühle ich mich sehr wohl. Der Verein ist ja, wie mein Verein im Prinzip. Ich fühle mich nicht nur in der Stadt, sondern auch in diesem Verein dementsprechend wohl. Und diese Phase, die ich im Moment habe, die ist natürlich traumhaft. Und wenn man das irgendwie in der Form halten könnte, mehr oder weniger, dann würde ich natürlich gerne auch bleiben. Aber es gibt auch genug andere Möglichkeiten, die sich mir bieten mittlerweile. Und dementsprechend, weil eben viele Vereine auch mit dieser 31 zu kämpfen haben, muss ich natürlich schauen, was ich mache. Aber wie gesagt, es gibt viele Optionen und ich werde mir das genau überlegen. Ja, diese Szenarien müssen wir natürlich besprechen und die muss ich mir auch überlegen. Das ist vollkommen klar. Also ich bin jetzt auch nicht vermessen und sage, so, ihr habt gesehen, wie es läuft und nächstes Jahr möchte ich bitte Nummer 1 oder 2 auf dieser Position sein. Das ist ja Quatsch. Sondern, ich weiß, in was für einem Kader ich hier bin, in was für einem Verein und ich möchte einfach nur ein bisschen mehr dazu beitragen als in den letzten anderthalb Jahren. Dass es in etwa so aussehen könnte wie jetzt im Moment. Wenn sich die Situation ergibt, dass man eben auf mich zählen kann und dass ich dann aber auch eingesetzt werde. So, das sind die Voraussetzungen, die einfach gegeben sein müssten. Aber ich denke, da sprechen wir auch eine Sprache, der Verein und ich. Sicherlich waren da einige schwere Phasen dabei, in denen man sich auch so ein bisschen eventuell sogar selber erklären musste, ja, jetzt hat es eben aus dem und dem Grund nicht gereicht oder ist ja irgendwie alles nachvollziehbar, aber für einen Spieler selber ist es natürlich nicht immer so nachvollziehbar, wie es dann letztendlich für ein Trainerteam ist, diese Entscheidung zu treffen. Das ist auch nicht einfach für einen Trainer, das hat er mir auch nachher gesagt, das war jetzt auch kein Hobby von ihm, mich häufig aus dem Kader zu streichen oder nicht spielen zu lassen, sondern es waren eben Situationen, die er so entscheiden musste. Und jetzt bin ich einfach nur froh, dass sich die Situation geändert hat. Haben Sie da irgendeinen Knackpunkt oder irgendeine Situation, wo du sagen kannst, an dem Tag oder in der Woche hat sich es geändert? Ich meine, da das Realspiel, aber vielleicht vorher im Training irgendwo, dass er gesagt hat, Mensch, Olli, das war jetzt aber, so habe ich noch nie gesehen. Andere Frisur. Nein, ich habe da keinen genauen Zeitpunkt im Blick, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass ich schon seit längerer Zeit wirklich mich im Training oder auch in diversen Testspielen oder im Pokalspiel in der Hinrunde schon angeboten habe und gezeigt habe, dass ich gerne würde. Und aus irgendwelchen Gründen hat es eben vorher ja, dann trotzdem nicht für einen Einsatz gereicht. Also ich kann jetzt wirklich keine Trainingswoche oder kein spezielles Trainingsspiel als Anlass nehmen, aber ich habe schon dann irgendwann gemerkt, dass ich vielleicht doch nochmal eine Schippe drauflegen muss. Wir haben viele Spiele, wir haben viele Verletzte und es wäre auch hilfreich, wenn der ein oder andere Spieler aus der zweiten Reihe dann nochmal hilft, die Belastung so ein bisschen zu verteilen. Und das hat der Trainer dann irgendwann auch so gesehen und zum Anlass genommen, mich reinzuschmeißen.